Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Trash wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal um eine neue bzw. auch alte Geschichte gehen. Und zwar wollen wir ein paar Angelsäcke aufmachen. In diesen Angelsäcken kann nämlich noch ein Item drin sein, was ich brauche. Das ist nämlich ein Angelhut. Und den will ich für T-Mog noch haben. Das ist das Letzte, was da drin sein kann. Ich hatte diese Säcke schon mal vor einigen Jahren gefarmt gehabt und geöffnet, weil da habe ich gerade mit meinem Druid angefangen gehabt, quasi im Auto Things dieses ganze T-Mog-Zeug zu sammeln. Da waren Angeln drin. Mein Main ist halt ein Lederträger. Ich habe wahrscheinlich diesen Hut damals gekriegt gehabt, aber als Lederträger kann man natürlich keinen Stoff lernen. Und jetzt bin ich halt quasi der Gelackmalte und kann diese Angelsäcke nochmal farmen. Wo gibt's die her? Die gibt's einmal aus allen möglichen Hauptstädten. Gibt es dementsprechend immer Daily Quests, wo man quasi einen Sack bekommt. Und es gibt auch andere Säcke. Ich habe hier unten auch noch die zweite Variante. Die gibt es quasi in der Garnison. Da kann man auch eine Daily machen. Heißt, theoretisch kann man zwei am Tag von den Teilen bekommen. Und ja, das Ding hat etwa so eine 1%ige Drop-Chance. Und ich würde sagen, wir machen jetzt immer 10 von diesen Kisten auf. Ein paar habe ich jetzt schon hier vorgefarmt, wie ihr seht. Und dann hoffen wir mal, dass er bald möglichst drin ist, dass das nicht so eine Endlosgeschichte wird wie damals mit der seltenen Angel, die ich noch gebraucht habe, wo ich weiß nicht, wie viele Angelsäcke ich damals aufgemacht habe. Gut, drückt mir die Daumen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Sack von voller Glitzerkram, genau. Und ja, hier 10 Säcke sind am Start. Sack Nummer 1. Nix. Da ist schon eine von diesen seltenen Angeln drin, ne? Super, jetzt kriege ich natürlich die Angel raus. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich damals gebraucht habe. Hier sind verschiedenste Angelrouten drin und eine war die seltene, die ich quasi ewig nicht bekommen habe. Und bei den Angelrouten ist das ja nochmal ein bisschen bescheidener tatsächlich. Und zwar kann man die ja nicht wirklich lernen als T-Mog, sondern muss die halt einmal irgendwie im All of Things scannen, dass die quasi angezeigt werden. Okay, jetzt haben wir noch 2 Säcke. Oh boy, einen Haufen graue Sachen kriege ich halt raus, ne? Ah ja, anscheinend 10.000 Gold wert, wahrscheinlich. Ja gut, und letzter Sack. Ich vermute, das wird wieder eine längere Geschichte. Gut, es hat 1% Dropchance, ich habe jetzt 10 Säcke aufgemacht, ne? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Kisten-Opening wieder und vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.